Die STN-Schlagzeilen im Überblick. Ein neues Development-Video wurde gepostet. Wir bekommen unseren ersten Einblick in die Engine und sehen auch gleich die ersten Ingame-Aufnahmen. Neue Screenshots veröffentlicht. Neue Gegenstände, Waffen, Fallen und mehr. Eine großartige Ankündigung mit positiven Einwirkungen auf die Zukunft. Giveaways und Official Support. Ich bin Qualox. Willkommen bei STN News. Hallo und seid gegrüßt, liebe Gaming-Fans. Willkommen zum ersten STN News Update. Ich halte euch am Laufenden über jede Entwicklung bezüglich Survive the Nights. Als erstes gebe ich euch einen Überblick über das neu gepostete Video von den Survive the Nights Developern. Es ist das zweite Dev-Update-Video, wurde etwa vor einer Woche auf Facebook und Kickstarter und überall gepostet. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ihr könnt den Link in der Description anklicken und euch das selbst anschauen, wenn ihr wollt. Im Gegensatz zum ersten Video bekommen wir hier nicht nur Bäume zu sehen, sondern die Spielwelt und das erste Live-Gameplay. Das Gameplay-Footage wird gespielt vom Lead-Programmer von Survive the Nights, JT. Und zu Anfang bekommen wir die neuen Overroll-Effekte in dem Hauptmenü zu sehen. Danach sehen wir den Server-Browser und steigen auch direkt in die Live-Spielwelt ein. Wir sehen die Taschenlampe und wie das Lightning in Echtzeit funktioniert und finden uns bei einer kleinen Holzhütte wieder. Die Spielgeschwindigkeit ist um ein Vielfaches erhöht, damit wir den Übergang von Nacht auf Tag sehen können und wie es aussieht, wenn die Sonne aufgeht. Ihr könnt eure Taschenlampe verwenden, um Zombies zu schlagen, oder falls ihr überhaupt keine Nahkampfwaffen habt, nehmt eure Hände und stoßt die Zombies weg. Danach finden wir uns in einem zweiten größeren Holzhaus wieder, wo wir eine Axt finden und wir sehen auch die Animation. Jedoch sind wir uns noch nicht ganz sicher, wie es aussieht, wenn die Axt auf einen Zombie einschlägt. Danach findet der Entwickler seinen Weg bei den neuen Straßenschildern und im nächsten Holzhaus findet er eine Clinchester auf einem Bett liegen. Wir sehen die Clinchester zwar nicht in Action, aber erfahren noch einige Details über den Stresstest. Sie haben zurzeit noch keinen Build, den sie releasen wollen, aber sobald sie etwas haben, womit sie zufrieden sind, werden alle Bäcker per Mail informiert und können dann dem Stresstest joinen. Das war Punkt 1. Als nächstes kommen wir zu den neu veröffentlichten Screenshots. Da gibt es einige neue Items, Props, Waffen und noch einige andere. Im Hintergrund werde ich euch Ausschnitte spielen von den ersten zwei Themes für Survive the Nights, sind veröffentlicht auf Soundcloud vom offiziellen Sounddesigner. Viel Spaß und bis gleich! Wenn ihr alle Screenshots sehen wollt, die es bis jetzt gibt, bleibt an meinem Channel dran, denn in ein paar Tagen kommt ein Video, wo ich euch alle Screenshots hochlade in Kategorien, um euch einen kompletten Überblick zu geben. Und nun kommen wir endlich zur letzten Schlagzeile für die heutigen STN News. Eine tolle Ankündigung habe ich für euch, und zwar haben die Entwickler entschieden, meinen Kanal offiziell zu unterstützen mit Press Release Updates, Official Support und Giveaways. King of the world! Wow! Wow! Wow!
Wann die Verlosung genau ist und wie ihr teilnehmen könnt, muss ich mit den Entwicklern abklären und ihr werdet es in einem Video erfahren. Von mir hier, vom Austrian Gaming Vault, noch einmal zu den A2Z Headquartern, welche aussehen wie ein Tisch vor einer Küche. Ein herzliches Danke für eure Unterstützung. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit euch. Und am Schluss möchte ich noch alle Zuseher erinnern, falls ihr eine Frage habt, ganz einfach über Twitter mit dem Hashtag STNNews einsenden. Ich werde eure Fragen dann ab der nächsten Sendung beantworten, am Ende jedes Mal von einer Episode. Ich sag's noch einmal, Hashtag STNNews. Das war Episode 1 von STNNews Update. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen, Leute. Klickt auf den Subscribe-Button. Ich bringe euch alle Nachrichten von Survive the Night und einen Einblick in was es alles bedeuten könnte. Falls euch das Video gefallen hat, klickt auf den Like-Button, damit ich weiß, ihr wollt mehr davon sehen. Ich sag herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Quadox für AGV's STN News. Trailer analysis, I will play parts of the first two official sound from the gaming vault over to the A2Z Edge hit. I'll keep you up to date with all the latest blah 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 bullshit.